Hallo und herzlich willkommen bei Generation Zero. Ich wünsche euch bei der Folge von heute viel Spaß. Das werden wir diesmal auch wieder so machen. Wenn uns nicht hier mittendrin Hündchen schon aufhalten. So, vorsichtig. Wo ist er denn? Auf, pass auf. Da. Versuch ihn mal gleich abzuschießen da oben. Och. Moment, Moment, Moment. Wir müssen erstmal wieder fliehen. Schießt nicht so auf mich. Ah, oh, der Stein ist zu klein. Hier sind Bäume. Wo sind die? Ein bisschen näher rangehen. Ja. Den müssen wir erledigen. Sonst stehen wir hier von zwei Seiten in Beschuss. Ja. Ist ja auch klar, ne? Du versteckst dich jetzt so, dass ich dich wieder nicht sehen kann. Und wir brauchen unbedingt Heilung. Moment. Sieben Patronen haben wir jetzt noch. Da kommen wir nicht ran an ihm. Er steht da so blöd an einem Hügel. Oh, ja klar. Ja klar. Leute, hört auf, so auf mich zu schießen, wenn ich euch nicht sehen kann. Wir brauchen unbedingt Schutz. Wir brauchen Medisets. Heilung. Schnell. So. Da hinten ist einer. So, jetzt haben wir noch den einen und vier Patronen. Klar, wo ist er denn? Der steht da oben, glaube ich, ne? Ich kann auch wieder nicht an ihn rankommen. Rennt er wieder so, dass wir ihn nicht sehen können, ne? Ach, renn doch weg. Ich habe nur noch zwei Patronen, Junge. Zumindest in der Waffe. Da ist er. Oh, Mist. Wir müssen die Waffe wechseln. Und direkt wieder Heilung nehmen. Oh, okay. So, hier hatten wir nichts mehr. Wir müssen jetzt erstmal die Waffe nehmen. So. Nee. Für die haben wir keine bekommen, nur für die andere Waffe. Alles klar, okay. Gut, hier ging das jetzt lang, ne? Ja. Oh, Vogel, pieps mir nicht so ins Ohr. Ja, und da vorne wartet doch auch wieder direkt der Nächste auf uns. An den erinnere ich mich auch noch sehr genau. Nimm mal nochmal eine Heilung. Ja, nee, nimm Waffe, die zweite Waffe bitte. In der anderen hast du keine Patronen mehr, denk da dran. Und jetzt hier, seid vorsichtig. Pass
pass auf, da ist schon einer. Guck mal. Und hier war auch so ein Spinnvieh. Passt da auch drauf auf, ne? Auch so einer, der so gerne springt, ne? Ja. Genau so einer war das. Wo ist er? Wo ist er? Weiß nicht, wo er steht. Da, okay. Hat mich das Spinnvieh jetzt erschreckt. Und ich sag vorher noch, pass auf, da ist eins. Oh, oh, oh. Warte, pass auf. Hund und Spinne hier gleichzeitig. Ja, ja. Warte mal, die Spinne, die... Alles klar. Wenigstens eine Sache, die erledigt ist. Oh. Oh, ich wollte den einfach nur kaputt hauen. Ja, ja. Geh mal weg, du. Pass auf. Er ist da wieder so blöd an einem Hügel. Oh. Ja, so kannst du mir gerne entgegenspringen. So ist es okay. So, nimm seine Sachen hier. Oh mein Gott. So, wo war denn jetzt die Straße? Moment, hier. Hier lang. Oh. Und ich sag vorher noch, pass auf, da ist ein Spinnvieh. Und dann erschrecken wir uns da. So dermaßen. Okay. Nichts drin. Okay. Na komm, etwas muss doch aber hier sein. Die haben das doch so gut bewacht. Nichts. Ah, schön, da haben wir jetzt für die andere Waffe wieder ein paar Patronen. Die nehme ich lieber. So, lauter Klamotten schon zusammengesammelt. Wenn wir dann in der Zuflucht angekommen sind, in der Kirche, dann werde ich hier auch ein paar Ausrüstungsgegenstände anpassen. Und einige haben ja auch ja, spezielle Eigenschaften. Da war doch irgendwo der Rucksack, ne? Ja, genau da. Einige Klamotten haben ja auch bestimmte Eigenschaften, wie Feuerschutz oder Explosionsschutz oder so. Und später werden wir auch so Sachen finden, also Pläne, damit wir unsere Sachen dann auch noch ausrüsten können. Also extra anfertigen können. So, Moment. Ich wollte jetzt genau dahin. So, pass auf. Da haben wir den nächsten Kollegen schon wieder. Machen wir das wieder so, dass wir uns an ihn ranschleichen. Er war ja letztes Mal so leicht verpeilt, aber das war bestimmt nur Glück. Ich schieße ihn jetzt einfach ab, los, noch ein. Oi, 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 oi. Zum Glück hat uns die Explosion jetzt nicht getroffen. So, okay. So, dann
Unser erster Dietrich. Okay. So, einmal Heilung. Oh, ist das unser letztes Mediset? Sekunde, Sekunde. Ja, wir haben tatsächlich nur noch eine Standardhilfe. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Weil jetzt müssen wir nämlich hier zum Jägerhaus und da warten direkt die nächsten Kollegen schon auf uns. Und wir müssen jetzt erstmal hier heil runterkommen. Mal, da kommst du, glaube ich, nicht runter, ohne dass du dich verletzt. Hier, okay, hier geht es. So. Puh, zwei sehe ich von hier aus. Drei. Es sind wieder drei. Okay. Also ich werde das... Ich glaube, die letzte Folge hat ja davor aufgehört, ne? Bevor wir in das Haus rein sind. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Die Folge am Sonntag letzte Woche. Naja, jetzt gehen wir da auf jeden Fall zusammen. Zu den Hündchen in das Jägerhaus, das von drei Hündchen bewacht wird. So. Sehr vorsichtig. Mein Plan ist es jetzt, irgendwie gefahrlos ins Haus reinzukommen und von da aus dann mich mit den Hündchen anzulegen. Pass auf, dass er dich nicht sieht. Sehr witzig. Pass auf, renn einfach drauf los. Renne, 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 renne. Mach die Tür auf. Ja, ja, hallo. Hallo. So. Du hast jetzt deine letzte Heilung. Nimm die eben. Genau. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir die drei Hündchen hier irgendwie hinbekommen. Warte mal. Nimm mal jetzt deinen Explosivbehälter. Leg den hier einfach irgendwo hin, egal wohin. So, pack den da. Ja, ja, danke. Oh, der scannt uns ab. Hör auf zu scannen. Kommt mal hierher. Oh. Kommt mal lieber hierher. Hey, hört doch mal auf. Hündchen. Guckt mal hier, ich habe hier was Schönes für euch. Oi. Und für mich. Nicht nur für euch, auch für mich. Acht Leben. Acht Leben habe ich noch. Aber ich habe, glaube ich, eine Adrenalinspritze. Zur Not. Gut. Mann, spring doch nicht so. Entgegen. Gut. Haben wir jetzt noch ein oder zwei? Einer springt da auf jeden Fall noch ganz munter rum. Ja, ja. Okay, einen haben wir da, glaube ich, erledigt. Lass dich bloß nicht treffen, sonst brauchst du die Adrenalinspritze. Pass auf. Pass auf. Zwei Leben noch. Oh Mann, wird das knapp. Hier, bitte. Geh schnell wieder in Deckung. Genau. Oh. Uiuiui. Oh. Jetzt brauchen wir Heilung. Hoffentlich hat eins der Hündchen was dabei. Komm, lass mich an deinen Inhalt. Nein, du hast nur Patronen. Komm, lass mich auch an deinen Inhalt. Du hast auch nur Patronen. Und du? Du hast Heilung. Gott sei Dank. So, direkt nehmen. Benutzen. So. So, wir gehen jetzt erstmal hier außen rum. Das Haus schauen wir uns dann gleich an. So, hier drin ist nichts.
Hier drin ist auch nichts, aber wir schauen mal hier diese beiden Hütten noch an. Ja, hier haben wir was. Ein Feuerwerkskörper. Sehr schön, hier ist eine Truhe. Ui, wir haben eine Gasmaske gefunden. Und hier liegt ein Rucksack. Metalhead. Okay, direkt ausrüsten. Die Schminke. Hier, Metalhead. Wie siehst du aus? Alles klar. So. Mal. Hier in die Scheune gehen wir auch nochmal rein. Und Heilung wäre trotzdem noch sehr sinnvoll. Mal hinten rum noch. Da ist aber nichts. Oh, spring da bloß nicht rein. So, okay. Puh. So, hier haben wir erstmal die Waffe. Das Jagdgewehr. Heilung, Heilung, wir brauchen Heilung. Er hat einen hübschen Hund, ne? Warum ist das so neblig und warum ist das im Haus so neblig? Hier liegt noch ein Aufsatz für das Jagdgewehr. Damit haben wir die Mission erfüllt. Genau, und jetzt sollen wir wieder der Straße folgen. Ups, drängt mich die Tür einfach weg. Oh ja, schön. Heilung. Heilung, Heilung. Das hier mit dem, ja, ziemlich gefährlich, ne? Wenn man da gebadet und dann gleichzeitig Radio gehört hat. So, Waffe können wir mal nachladen. Dann lass uns mal nachschauen. Das Gewehr, was wir gerade bekommen haben. Das Jagdgewehr. Da haben wir leider noch keine Munition. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier aber die Heilung. Die werden wir uns jetzt wieder auf die 7 legen. Und hier die Feuerwerkskörper, die lege ich hier hin. So, das Jagdgewehr brauchen wir im Moment noch nicht ausrüsten. Komm, warum hängst du denn hier fest? Was ist da? Oh, bitte nicht. Nicht schon wieder ein Bug. Ich kann einfach nichts machen. Ich hänge hier fest. Moment, haben wir schon so ein... Oh nein. Ja, wir haben leider noch kein Funkgerät. Sonst hätte ich das hier eben hingeschmissen. Aber ich hänge hier leider fest. Ich komme hier nicht weg. Ich kann nur eine Sache machen. Dass ich mich jetzt hier hin teleportiere zum Unterschlupf. Und dass ich dann... ja, hier brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Genau, wir werden uns jetzt hier zum Unterschlupf hin teleportieren. Okay. Jetzt sind wir hier im Haus angekommen. Nehmen uns erstmal die Heilung. Ja, tut mir echt leid. Wir müssen jetzt hier den ganzen Weg erstmal zurückrennen. Dann werden wir uns jetzt aber direkt auf den Weg zum Unterschlupf machen. Das ist ja jetzt auch unsere Aufgabe, ne? Hier mit der Nebenmission der Jäger sind wir fertig. Und jetzt haben wir hier der Zufluchtsort. Einmal markieren. Dankeschön. Naja, dann rennen wir durch Schwedens Regen.
Der Boden sah gerade komisch aus. Gott, ist das ein Wetter. So. Hier waren wir gerade. Und da ist unser Ziel. Der Zufluchtsort. Erforsche die Kirche von Ibo Holmen. Hier konnte man nichts finden in den Garagen. So. Und hier ist jetzt folgende Situation. Wir haben keine Medisets mehr. Hier an der Einfahrt lauern zwei der Hündchen und hier hinten lauern direkt drei Hündchen an dem Eingang der Kirche. Also werde ich das jetzt folgendermaßen machen. Wir schleichen uns hier hinten lang. Oh, wenn das dann mit Schleichen geht. Wir haben eine unheimlich große Reichweite für Sensoren, mit ihren Sensoren da, uns aufzuspüren. Oh ja, ja, ich gehe ja schon wieder in die Hocke. Dann noch dieses Wetter dazu, ne? So. Ich mache jetzt hier so einen großen Bogen durch das Gebüsch hier durch. Und dass wir dann hier vorne uns zu dem Eingang dann erstmal schleichen. Oh, oh, pass auf. Oh, ich hatte doch was gesagt von Schleichen. Pass auf, pass auf. Bleib im Gebüsch. Guck, dass er dich verliert. Wir haben nämlich keine Heilung mehr. Oh, ja, ja, ja. Mensch, verdammt. Pass auf, pass auf. Wir müssen irgendwie zur Kirche kommen. Seht zu. Seht zu, dass wir hier wegkommen. Schön Richtung Kircheneingang. Oh, Ausdauer. Generier dich doch mal ein bisschen. Uiuiuiui. So, pass auf, pass auf. So, und jetzt erstmal schnell in die Kirche rein. Okay. Mach die Tür direkt wieder zu. Oh. Okay. Ja, lass sie ruhig erstmal schießen. Wir sind jetzt in der Kirche. So, durchsuche die Kirche von Ibo Holmen nach Dingen, die von Interesse sein könnten. So, da haben wir hier Whiteboard-Nachricht. Die auf dem Whiteboard hinterlassene Nachricht lautet: Wir sind zum Bauernhof Stan Hager gegangen, um uns mit den Andersen zu treffen. Geh dorthin, Johnny. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Upsala. Okay. Gut, Zufluchtsort haben wir dann abgeschlossen und die nächste Mission, Bauernhof. Eine Nachricht an der Tafel in der Kirche von Ibo Holmen beweist, dass eine Gruppe von Überlebenden dort Zuflucht gesucht hatte. Sie zog dann aber zum nahegelegenen Bauernhof Stan Hager weiter und fordert Versprengte auf, ebenfalls dorthin zu kommen. Ein Pfeil an der Tafel zeigt nach Westen, also liegt der Bauernhof vermutlich in dieser Richtung. Gut, wir sind jetzt hier. Unser erster Zufluchtsort, den wir gefunden haben. Und hier müssen wir danach hin. Oh, aber erst einmal werden wir jetzt hier alles in der Kirche einsammeln. Oh, wir haben ein
Fähigkeitspunkt bekommen. Den werden wir gleich mal verteilen. So, aber erstmal sammeln wir hier alles ein. Und da draußen die Maschinen. Spielen verrückt. So, nimm das. Heilung. Heilung ist so gut. Okay. Böser Clown. Den nehmen wir uns direkt wieder. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie... Oh, das sieht aber... Ja, okay. Ich bin da ein ganz großer Fan von diesen Kleinigkeiten. So, hier ist diese Box. Jetzt müsste die leer sein. Also wie gesagt, letztes Mal war diese Box hier rappelvoll mit Klamotten. Ja, jetzt ist sie leer. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist der Spielstand auch wirklich auf uns zugemünzt und nicht irgendeinem Ex-Charakter. So, hier haben wir noch eine Aufgabe. Die alte Bettan. Hinweis zum Aufenthaltsort der alten Bettan. Markus, falls du dies liest. Wir haben beschlossen, nach Stenhaga zu gehen und uns dort mit den Andersen zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen, denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettan in der Kirche versteckt, dort, wo du dich immer versteckt hast, als du jung warst. Erinnerst du dich? Sie ist geladen, also sei vorsichtig, genauso wie ich es dir beigebracht habe, okay? Papa. Gut, dann ist jetzt unsere Nebenmission die alte Bettan. So, um die Hündchen kümmern wir uns dann gleich. Wir gehen jetzt erstmal noch hier nach oben. So. Hier haben wir die Recycle-Station. Hier können wir dann immer so, wenn wir halt doppelte Waffen haben oder irgendwelchen Krams, den wir nicht mehr brauchen, und unsere ganzen Fertigungsressourcen immer reinpacken. Hier haben wir noch... Ups, noch ein Gewehr. Wieso rüstest du das dann gleich von dir aus? Und hier haben wir unseren ersten Plan gefunden. So, Pläne. Und zwar können wir jetzt eine kugelfeste Jacke herstellen. Fertigungsplan für Kleidung der Jacken, Fertigungsplan für Kleidung der Jacken kugelfester macht. So. Dafür benötigt man ein Klebstoff, Stahl und Plastik und es gibt plus 1% auf Geschosswiderstand. Ja, die Materialien dafür haben wir dann aber halt noch nicht. Und hier können wir dann, wenn wir die Materialien haben, unsere Jacken damit ausstatten. Okay. So. Hier haben wir noch eine Nachricht. Neben der alten Bettan gefundene Nachricht. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest. Du bist also als Kind immer hierher geschlichen, auch wenn Johnny versucht hat, sie wegzuschließen. Ich sag es noch einmal, sei vorsichtig. Geh direkt nach Stenhaga. Okay, dann haben wir die alte Bettan. Nee, haben wir noch gar nicht abgeschlossen. Hier, wir müssen erst die Waffe einsammeln. Genau. So, jetzt haben wir das abgeschlossen. Und dann können wir jetzt den Bauernhof wieder anpinnen. So, guckt mal da. Da stehen sie und warten auf uns. Geht's dahin? Jitterweg, Stenhaga. So, genau. Der Bauernhof. Das ist uns. Wir werden jetzt erstmal zur Kiste gehen. Und erst einmal gucken, was wir jetzt so für Waffen und für Fertigungsmaterialien haben.
bevor wir uns dann hier jetzt um die kleinen Hündchen kümmern. Ich werde das demnächst auch so machen. Ich mache das jetzt einmal mit euch zusammen. Aber demnächst werde ich die Truhen dann immer dann mit im Schnitt praktisch befüllen und mich ausstatten und euch dann zeigen, wenn ich was geändert habe. So, wir haben jetzt zum Beispiel, warte, geh nochmal raus aus der Truhe. Wir haben jetzt hier zum Beispiel dieses Jagdgewehr doppelt. Ich mache mal hier die Patronen raus. Weil diese Waffe hier, die werde ich jetzt auch in diesem Gerät oben recyceln, weil die haben wir doppelt. So, hier ist alles beim Alten, genau. So. Okay. Die Patronen. Warte, Moment. Erst einmal ausstatten. So. Wir haben jetzt dieses Jagdgewehr. Und da haben wir Munition, die Teilmantelmunition. Das ist auch wieder. Das ist eine Munition, sie verursacht größeren Schaden an empfindlichen technischen Komponenten, aber weniger an Panzerung. Und davon haben wir 15 Stück, okay. Und dann haben wir die Pump Action. Da haben wir Kostenmunition. Was macht sie? Diese Kugeln enthalten weniger Schrotkugeln als Vogeldunst. Dafür haben diese mehr Energie. Posten ist sehr effektiv gegen größere Ziele auf kurzer Distanz. Okay. Ich würde dann aber sagen, ich statte mich mal hier mit dem Jagdgewehr aus. Pack hier die Munition rein. Schalldämpfer und Zielfernrohr. Dann packe ich diese Waffe hier erst einmal auf die 1. So, die Pump, die lasse ich in der Kiste. So, dann haben wir hier diese beiden Waffen. Ich gucke mal, ob wir noch andere Munition bekommen haben. Jetzt haben wir Hohlspitzmunition und Vollmantelmunition. Genau, die Vollmantelmunition ist ja die Allrounder, also erst einmal sinnvoller. Moment. Und hier haben wir auch die Vollmantelmunition, 33. So, dann werden wir die Möller, Moment, die Glock, die lege ich auf die 2. Die Möller, falls uns hier die Munition ausgeht, auf die 3. So, dann haben wir das. So, jetzt gucke ich nochmal, aber andere Ergänzungsteile hatten wir nicht. Nein, für die hatten wir auch nicht noch einen. Nein, nur den wir schon ausgerüstet haben. Okay, so, jetzt an die Kiste. Also, wie ihr seht, das dauert bei mir immer etwas länger. Deswegen mache ich das dann demnächst im Schnitt. So, die Pump kommt hier rein. Der Schläger kommt hier rein. Und jetzt sämtliche Munition, die ich nicht in der Waffe habe, kommt hier rein. So. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir mit. Autobatterie, Haarnadel, Feuerwerkskörper, Radio. Haben wir. Von dem Radio nehme ich mal 3 Stück mit. Dann packen wir den Rest da rein. Und den Rest nehmen wir alles mit. Und hier haben wir alles ausgerüstet. Okay. Gut. Dann ist das hier jetzt erstmal unsere Hauptwaffe. Die anderen sind alle nachgeladen. Sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal oben zur Recyclingstation. So, die kommt hier rein. Und alles andere behalten wir. So. Genau diese Schritte werde ich demnächst halt, wie gesagt, im Schnitt machen. Was wir aber jetzt noch einmal gemeinsam machen, ist
hier unser Profil anpassen. Ich fange mal mit der Hose an. Mal schauen, ob wir etwas haben, was eine bestimmte Ausstattung hat. Ist aber hier nicht der Fall. Da können wir meinetwegen den Faltenrock erstmal anlassen. Dann gehen wir weiter zur Jacke. Da haben wir noch keine weitere Jacke gefunden. Alles mit diesen Symbolen, das sind alles Sachen irgendwie vom DLC. Hemd. Hier beim Hemd. Wir haben dieses T-Shirt an und das hat +1% auf Explosionswiderstand. Okay, weiter mit den Schuhen. So, diese Skater-Schuhe orange-schwarz, Sprung-Turbo. Dann werden wir die nehmen. Wir werden die anziehen. Handgelenke, das ist egal. Das ist auch erstmal. Hier könnten wir, wenn wir wollen, die Strickhandschuhe anziehen. Oder eine andere Farbe von Fingernägeln nehmen. So, das haben wir. Ja, hier können wir uns so eine Touristenkamera umhängen, meinetwegen. Schminke haben wir. Die Ohrringe, die können wir drin lassen. So, die Gasmaske +20% Gaswiderstand, die wird wichtig, wenn wir im Bunker irgendwann sind. Und für den Kopf haben wir auch noch nichts weiter. Okay, so, gut. Und jetzt kümmern wir uns hier draußen um die Kollegen, die hier schon Theater machen. So, warte mal. Wir nehmen mal jetzt diesen hierher. Das hierher. Okay. So, nimm den schon mal in die Hand. Jetzt werden wir nämlich probieren. Hallo! Huhu! Ja. So, komm her. Wo seid ihr alle? Ich hoffe, es hat wenigstens einen erwischt. Aber das Problem ist, von denen haben wir nicht so wirklich viel Munition, von dem auch nicht. Oh. Aber er hat wenigstens mit einem Schuss direkt einen weggekriegt. So, da hinten schleicht noch einer rum. Wo ist er? Da. Oh nein, oh nein. Oh nein. Wir müssen uns sofort wieder heilen. Und da war es das auch schon wieder mit unserer Heilung. Ah, die da hinten. Die haben es ein bisschen mitbekommen, kommen aber nicht anscheinend. Okay. So. Und den einen hat es hier weggeschleudert mit dem Gasbehälter. Sehr gut. Aber die haben alle wieder mal keine, oh, keine Medisets drin. Hoffentlich finden wir jetzt hier noch einen. Oh, natürlich nicht. Irgendwelche Fackeln erstmal nur wieder. Lass uns da mal in diesem Gebäude noch gucken. Weil die anderen beiden Hündchen, die müssen wir da auch noch irgendwie erledigt bekommen. Hier ist gar nichts drin, okay. Gut, warte, dann geh erstmal hier hinten wieder durch die Kirche durch, damit wir hier die Tür zumachen können. Ja, mach die zu, genau. Ja. Und jetzt müssen wir diese Hündchen da erledigen. Aber wir schauen jetzt erstmal hier die Autos durch. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Heilung irgendwo drin. Vielleicht hat hier jemand was liegen lassen für uns. Ja, genau, nimm das. Das sieht nicht gut aus. Nur Munition erstmal. Oh, laufe langsam. Da vorne sind zwei Hündchen. Denk dran.
Ja. So, hier hock dich hin. Nicht, dass sie hier direkt die Witterung bekommen. Oh Mann, hier ist wirklich gar nichts für uns. Er hat auch keine Heilung. Adrenalinspritze, ja toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir wirklich nichts? Nee, wir haben nur die Adrenalinspritze. Naja, wir können jetzt nur Folgendes machen. Einmal hier hingehen. Und hoffen, dass es sitzt. Wie er ihn da noch anguckt. Hä? Was ist mit dir passiert? Oh, 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 oh. Er muss nachladen. Na, du bist auch nicht der Schlauste, ne? Na, jetzt, jetzt, jetzt. Checkt er, dass hier irgendwas nicht richtig ist? Ui! Perfektionismus im Kampf haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Damit haben wir hier, eine Herausforderung. Hier. Perfektionismus im Kampf. Dafür mussten wir 3 Runner der Prototypenklasse zerstören, ohne entdeckt zu werden. Wir bekommen einen Prestigepunkt und den Titel Junger Kriegslöwe. Ja, den werden wir direkt einmal ausstatten. So, und dann hatten wir ja noch einen Fertigungspunkt. Ich werde hier auf Chemiker gehen. Weil darunter kommt nämlich Schlösser knacken. So. Chemiker erhöht deinen Basiswiderstand gegen Gas. Das ist auch gar nicht so verkehrt, weil in den Bunkern wird viel Gas auf uns warten. Ja. Oh, 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 oh. Da hinten ist einer. Ich will die jetzt hier nur einmal ausnehmen. Und dann werden wir den Schrott schon mal nochmal schnell in der Kirche abliefern. Bevor wir weitergehen. Falls wir irgendwas an Schrott haben. Pass auf, geh bloß in Deckung. Da ist einer. Und wir haben mal wieder keine... Wir haben echt keine... Medizin. Das ist grausam. Das ist ganz, ganz grausam. Wie sollen wir da überleben? So, warte mal. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt... Ja, die... Patronen, die bringe ich jetzt nur noch schnell in die Truhe. Oh, hier liegt noch ein Sammelgegenstand. Aber ich glaube, ich weiß, wo der ist. Daran erinnere ich mich noch. Hier. Genau, da haben wir nämlich... Moment, wo war das hier? Sammelgegenstände. Den Gartenzwerg, den hatten wir uns, glaube ich, auch noch nicht angeguckt, ne? Hier, unbemalter Gartenzwerg. Dieser Zwerg müsste dringend gestrichen werden. Das Gute daran, sein Leben ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Jetzt haben wir gerade die Kassette gefunden. Diese hier, na, genau. Apostolic Band, ein neues Metal-Duo aus Rumänien, das gerade seine erste Welttournee startet und mit 3 Tourdaten in Schweden anfängt. Dann haben wir hier noch von der Region die Regionskarte, also die Postkarte oder sowas. Scherengartenregion. An der südöstlichen Spitze von Östertörn befindet sich eine kleine Inselgruppe, bestehend aus Norra Saltholmen, Södra Saltholmen, Iboholmen und einer Vielzahl kleinerer Inseln. Es ist ein Gebiet von historischer Bedeutung. Die Burg Iboholmen ragte über mehrere Jahrhunderte hinweg besonders heraus. Bis sie schließlich während der russischen Plünderung am Ende des großen nordischen Krieges zerstört wurde. In jüngerer Zeit hat das Militär auf Södra Saltholm einen Marinestützpunkt errichtet, um den alten russischen Feind davon abzuhalten, es erneut zu versuchen. Diese Burg, die werden wir auch ja, in gar nicht so langer Zeit kennenlernen. Da gibt es ordentliche Kämpfe, daran erinnere ich mich auch noch. So, jetzt schnell noch den Schrott abladen.
hier die. Genau. Die packen wir hier rein in die Truhe. Und dann geht es auf zum Bauernhof. Das war's heute mit Generation Zero. Ich hoffe, die Folge von heute hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.